So, lieber Gerald, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Und zwar gerne mit der Frage, wie kommen wir in unsere Kraft? Wenn du wirklich wissen willst, ob ein Mensch stark ist, dann kriegst du das am leichtesten raus, wenn es um einen Konflikt geht, den der mit jemand hat. Weil da, wenn es wirklich einen Konflikt gibt, also nehmen wir so etwas Einfaches wie diejenigen, die die Impfungen oder das Maskenaufsetzen in dieser Corona-Zeit alle befürwortet haben und diejenigen, die das abgelehnt haben. So ein Konflikt ist ja überhaupt nicht lösbar, weil die Positionen sind vollkommen auseinander. Und trotzdem muss man sagen, irgendwann werden wir wieder aufeinander zugehen müssen. Und dann heißt die Frage, wer geht denn da? Wer hat denn die Kraft, auf den anderen zuzugehen? Und da heißt die Antwort, es ist der Stärkere. Und der Stärkere ist meistens nicht derjenige, der davon überzeugt ist, dass er absolut recht hat, sondern das ist derjenige, der am meisten bei sich ist, der in sich ruht und es nicht nötig hat, sich mit seiner Überzeugung über den anderen hinwegzusetzen. Das ist schön eigentlich. Also es ist auch sehr gut gemacht. Ja, da gehört aber in der heutigen Zeit auch schon Mut dazu, ne? Für manche Menschen. Weiß ich auch nicht so genau, ob der Begriff Mut da das richtige Wort ist. Wir verwenden das alles sehr gerne und wünschen uns auch immer, dass Leute mehr Mut haben. Aber mich hat da einfach mal eine Begebenheit vollkommen auf eine beeindruckende Weise zum Nachdenken gebracht. Da hat mir eine ältere Dame erzählt, sie hätte auf dem Marktplatz, wo ich hier wohne, zwei junge Männer gesehen, die hätten sich furchtbar geprügelt und dann sei ein großer anderer Mann gekommen und hätte die beide am Schlawittchen genommen, hat sie beide angebrüllt und gesagt, sollen aufhören damit und nach Hause gehen. Und dann wären die beiden nach Hause gegangen. Und dann ist sie zu dem tapferen Mann da hingegangen und hat gesagt, mein Herr, das war aber jetzt sehr mutig. Und dann hat er gesagt, gnädige Frau, das war nicht mutig, das war selbstverständlich. So, das war seine innere Auffassung. Er hat nicht aus Mut gehandelt, sondern weil er die Kraft dazu hatte und weil es Teil seiner Haltung ist. Nicht zuzugucken, sondern reinzugehen und dafür zu sorgen, dass solche Sachen auf eine andere Weise gelöst werden. So, das ist Haltung. Und wenn wir dann jetzt noch ein bisschen weiter darüber nachdenken, wir machen es mal ganz einfach. Es gibt ja viele Kinder oder es gibt auch Situationen in deinem Leben, wo man noch sich erinnert, da ist man auf den 10er Sprungturm im Schwimmbad geklettert und wollte da runterspringen und dann hat man diese weichen Knie und dann sagen wir, da braucht man viel Mut. Und jetzt frage ich dich, sag mal, wenn du damals nicht deshalb hättest herunterspringen wollen, weil du Anerkennung finden wolltest bei deinen Gleichaltrigen, die da unten alle sitzen und auch ein bisschen bewundert werden wolltest, sondern wenn du wirklich nichts weiter wolltest da oben auf dem Sprungbrett oder auf diesem Turm, als mal selbst zu erleben, wie das ist, wenn man 10 Meter nach unten fliegt, dann heißt es, derjenige, der das wirklich selber will, der diese Erfahrung machen will, der braucht keinen Mut, der springt. Und deshalb ist das, was Menschen machen, nur um anderen zu gefallen oder weil sie meinen, es sei notwendig oder wollen Anerkennung finden dafür, das hat mit Mut eigentlich nichts zu tun. Das ist eine Zwangshandlung, die die ausführen, um Anerkennung zu finden. Und das Schlimme dabei ist, jetzt kann man richtig noch weitergehen und kann sagen, was ist denn das für eine Gesellschaft, in der Menschen dafür belohnt werden, dass sie etwas tun, also mit Honorierung und Anerkennung belohnt werden dafür, dass sie etwas tun, was sie normalerweise gar nicht von sich aus tun würden. Das ist ja Verführung. Man verführt den, etwas zu machen. Und dann wird es interessant, weil in der Soldatensprache und im Krieg heißt das ja nicht Mut, das heißt Tapferkeit. Und dann kriegt man auch eine Tapferkeitsmedaille dafür. Ja, mir ist vorhin noch ein anderer Begriff gekommen zum Thema Mut, wo du gemeint hast, vielleicht ist Mut gar nicht der richtige Begriff. Und ich meine, ich hätte früher auch mal gelesen in älteren Texten, dass man da eher auch gesprochen hat von sich ein Herz fassen. Und sich ein Herz fassen ist ja, das ist ja dann eher aus diesem Innen heraus folgen. Und das ist dann eher diese Verständlichkeit, wo du bei dem Beispiel angesprochen hast, ne? Das Bekenntnis zu dir selbst. Das hat der Mann gemacht auf der Straße. Das war sein Innerstes. So hat er es gemacht. Und der Junge, der da vom Zehner runterspringt, das war das, was er wollte. Das hat seinem Herzenswunsch entsprochen und da ist er runtergesprungen. Fertig. Brauchen wir keinen Mut.
Bist du schon mal gesprungen in deinem Leben? Ich hatte nie den Ehrgeiz, da runterzuspringen, aber wollte auch nicht wissen, wie das ist. Mir haben 5 Meter gereicht und dann dachte ich, okay, das wird jetzt auch nicht mehr viel besser, wenn ich das auf 10 Meter erhöhe. Und im übertragenen Sinne? Ich habe danach gedacht. Also ich bin ja aus dieser damaligen DDR abgehauen und da habe ich mir so einen Ausreisestempel gefälscht und das hätte ja auch alles schief gehen können und dann wäre ich 3 Jahre in den Knast gegangen. Haben sie ja auch in Abwesenheit, wurde ich da ja auch verurteilt zu 3 Jahren Gefängnis. Ja, es hat geklappt. Und wenn ich mich heute frage, habe ich das aus Mut gemacht? Nee, ich habe es gemacht, weil ich es dort nicht mehr ausgehalten habe. Ich wollte da weg. Das wäre mir egal gewesen, wenn sie mich erwischt hätten. Wäre auch egal gewesen, ich hätte mich selbst im Spiegel nicht mehr angucken können, wenn ich das weiter mitgemacht hätte, was ich im Innersten gegen meine inneren Überzeugungen dort hätte tun müssen. So, und da braucht man keinen Mut, dann geht man. Und macht das dann aber auch besonnen und so gut wie möglich. Aber wenn du so Handlungen vollziehst, nur damit du die Anerkennung anderer findest, das sind meistens sehr blöde Handlungen. Also da überlegt man nicht richtig. Das mit dem Krieg, also da erschießen Leute andere und kriegen dafür die Tapferkeitsmedaille. Also sie werden belohnt für etwas, was sie freiwillig aus sich selbst heraus niemals machen würden. Mhm. Da wird sozusagen diese Anerkennung, indem man sagt, das ist aber jetzt mutig und das ist aber jetzt tapfer, wird benutzt, um die zu etwas zu bringen, etwas zu tun, was eigentlich gar nicht aus ihnen heraus, also was nicht mit ihrem Herzen übereinstimmt. Aber da ist auch wieder das A des Herz, also sprich zu schauen, was sagt mein Herz eigentlich, dem in die Verbindung zu gehen mit dem eigenen Herzen und es wahrzunehmen. Und das andere, was du vorhin gesagt hast, sich zu fragen oder auch zu schauen, wirklich, kann ich mir selber in den Spiegel schauen? Ne, als zwei Wegmarker zu schauen, bin ich noch auf dem Weg? Ja, der Spiegel ist eine gute Hilfe, ab und zu mal da reinzugucken und sich zu fragen, ob man da überhaupt noch so unterwegs ist, wie man unterwegs sein wollte. Es gibt aber auch viele Menschen, die haben sich noch nie gefragt, wie sie unterwegs sein wollten. Die sehen auch nichts, wenn sie den Spiegel sehen. Und zu dem Herzen, lass uns da noch mal einen Augenblick bleiben, weil ich da ja als Neurobiologe auch noch was sagen muss. Das Herz ist das Organ, was am empfindlichsten auf Störungen der Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus reagiert. Es gibt kein anderes Organ, wo wir eine Störung der Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus so deutlich spüren wie am Herzen, weil die Herzfrequenz dadurch gesteuert wird, durch diese Balance zwischen diesen beiden großen Systemen. Und immer dann, wenn du im Hirn eine Inkohärenz hast, weil da irgendwas nicht passt, dann kommt es auch zu einer Verschiebung der Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus und dann schlägt sich das sozusagen als Gefühl im Herzen, spürst du das. Aber das kommt nicht aus dem Herzen, das kommt aus der Imbalance, die du da oben hast. Und was dann auch die Kardiologen, also diese Herzspezialisten rausgefunden haben, ist, dass das Herz offenbar ganz besonders empfindlich reagiert auf solche Imbalance zwischen Sympathikus und Parasympathikus, die durch Beziehungsstörungen ausgelöst werden. Und das ist unglaublich interessant, weil das ist das, was der Volksmund schon immer weiß. Das geht mir aufs Herz. Oder du brichst mir das Herz. So, und deshalb haben die Kardiologen dann bei Leuten, die allzu oft mit Problemen am Herzen da herumrennen, dann schon seit längerem immer mal wieder versucht, diese Leute in eine Psychotherapie zu bringen, wo die ihre Beziehungsprobleme aufräumen, bevor das nächste Stent und die nächste Herzoperation da ansteht. Und das ist ja ein schöner Ausdruck, dass man so sagt, das kommt aus dem Herzen, aber der Neurobiologe in mir ruft, ja, wir spüren es mit dem Herzen, aber es kommt aus dem Hirn und es ist das Ergebnis einer gestörten Balance und einer Inkohärenz, die sich da oben aufgetan hat, weil es ein Problem gab, was wir nicht gut lösen können. Naja, es ist ja in uns auch alles miteinander verbunden, ne? Also im Körper. Von daher drücken sich ja unterschiedliche Dinge auch durchaus an unterschiedlichen Stellen
aus. Aber das ist eine spannende Verbindung, weil man Hirn und Herz sich ja oft ganz schwer tut, die zusammenzubringen. Ne? Oft heißt es ja so Verstand oder Herz. Und, ja, das ist, auch ist aber vielleicht auch noch für andere. Also ich weiß zum Beispiel, dass dass es so bestimmte Gefühlszustände kommt. Man kommt ja in Gefühlszustände wie zum Beispiel die Wut, weil ein lebendiges Bedürfnis nicht gestillt wird. Also Wut kriegt man dann, wenn man daran gehindert wird, das zu tun, was man für richtig hält und was man tun möchte. Wenn du mir mein Spielzeug wegnimmst, werde ich wütend und hau dir eine auf die Birne. So, und deshalb ist Wut so ein Signal, was uns sagt, hey, hier ist mein Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten verletzt worden. Und dass dieses Gefühl dann kommt, dient eigentlich nur dem Zweck, dass du dieses Bedürfnis wieder begreifst und es dir bewusst wird und du es dann auf irgendeine Art und Weise dann auch stillen kannst. Also eigentlich ist das die Wut, die du hast, die Hilfestellung, damit du an dieses Bedürfnis herankommst. Und da ist es offenbar so, dass diese unterschiedlichen Gefühle, die durch die verletzten Bedürfnisse dann immer wach werden, auch auf unterschiedliche körperliche Ebenen gehen und dort bestimmte Veränderungen auslösen. Und offenbar hat das mit der Wut irgendwas mit der Galle zu tun. Und deshalb kriegen es manche Leute dann also auch besonders leicht sozusagen so eine Gallenblasenentzündungen und Gallensteine, weil die sich über so vieles ärgern. Das ist was anderes als das mit dem Herzen. Das schlägt sich dann woanders nieder. Jeder hat irgendwo so eine schwache Stelle im Körper, wo es dann reinhaut. Und deshalb ist es nur umso spannender, wenn man sagt, ja, wenn es uns gelänge, uns gegenseitig zu stärken, dann würden wir auch besser uns gegenseitig helfen können, die wirklichen Grundbedürfnisse, die wir haben, das nach Verbundenheit und das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu stillen. Und dann würden wir diese ganzen blödsinnigen Gefühle, Eifersucht ist ja auch so ein blödes Zeug, das müssten wir nicht haben. Und wir würden auch verstehen, dass es keinen Sinn macht, gegen die Wut oder gegen die Eifersucht anzukämpfen oder auch die auszuleben und was es da alles für psychotherapeutische Ansätze gab. Nee, das ist erstmal gut, dass es da ist. Man muss es annehmen und da muss man sich aber fragen, okay, was willst du mir denn sagen, liebe Wut? Und dann kriegst du eine Botschaft und dann kannst du was tun. Und musst nicht deine Wut ausagieren und da irgendwie in irgendwelchen Kursen auf irgendwelchen Holzklötzen herumhauen. Ja. Ja, aber bei Signale wahrnehmen, das immer auch wieder bei sich selbst wahrnehmen und spüren, ne? Ja, das auch hier wieder können wir das einfach mal kurz durchgehen. Es sind vor allen Dingen Männer, die sich nicht mehr so gut spüren, körperlich. Das hat damit was zu tun, dass Männer sehr stark außenorientiert sind. Das müssen wir jetzt nicht bis ins letzte Detail durchgehen, aber vielleicht reicht es, wenn wir sagen, dass Frauen prinzipiell immer wissen, dass sie bedeutsam sind und bleiben, weil von ihnen etwas übrig bleibt, weil Frauen Kinder gebären können. Männer können das nicht. Und Männer sind dadurch immer sehr leicht verführbar, Bedeutung sich zu verschaffen. Ja, sind wir im Patriarchat und all diesem Zeug, was die Männer da alles so angestellt haben. Aber das wiederum hat auch zur Folge, dass sie sehr stark außenorientiert sind und dass sie dann versuchen, auch im Außen immer erfolgreich zu sein und alles so zu machen, dass sie da in der Karriereleiter aufsteigen oder dass sie bei den Frauen besonders als attraktiv gelten oder was auch immer das so sein mag. Und das verleitet Männer noch mehr als Frauen dazu, die aus ihrem eigenen Körper kommenden Signale zu unterdrücken. Das ruft da zwar von innen schon aus dem Rücken die ganze Zeit, hör doch jetzt mal auf und mach was anderes oder beweg dich mal ein bisschen und entspann dich. Aber der Mann hat dann das Gefühl, er müsse diese Aufgabe jetzt noch zu Ende bringen. Und deshalb hört er dann nicht drauf, unterdrückt das mit dem Ergebnis, dass der arme Rücken, der die ganze Zeit gerufen hat, sozusagen von dem Mann alleine gelassen wird. Und dann muss sich der Rücken selber helfen. Und was macht er? Er
baut diese Bänder und diese Faszien noch stärker so aus, dass das also irgendwie in dieser gebückten Haltung vorm Monitor auch über Stunden hinweg auszuhalten ist. Hauptsache, der Chef oben schafft jetzt seine Deadline, die er sich vorgenommen hat. Und irgendwann ist der Rücken dann so verbogen, dass du gar nicht mehr richtig aufrichten kannst. Dann reißen dir beim Aufrichten kleinere Gefäße da hinten durch, weil das alles so verspannt ist. Es gibt Einblutungen, Narbenbildung und Gewebeneubildung. Und dann hast du plötzlich einen Rücken, da gehst du dann nach 3 Jahren zum Arzt, der macht dir ein Röntgenbild und dann siehst du richtig, wie kaputt der Rücken ist. So, und dann heißt es, der hat sich abgenutzt wegen zu großer Belastung. So, der hat sich aber nicht abgenutzt wegen zu großer Belastung, sondern der ist so geworden, weil du ihm nicht zugehört hast, weil du nicht mehr gehört hast, was er dir sagen wollte. Und da ahnt man so ein bisschen, wenn man das jetzt noch auf andere Körperbereiche überträgt, dass da vieles im Argen liegt. Und immer, ja, dass es eben viele Menschen gibt, die es fertigbringen, die aus ihrem eigenen Körper kommen, Signale nicht mehr wahrzunehmen. Und das würde wieder anders werden, wenn die jetzt eingeladen, ermutigt und inspiriert würden, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen, weil dann würden sie wieder auf sich hören. Ja, würde man sich auch mal fragen, ob mir das jetzt überhaupt gut tut, wenn ich jetzt was esse und ob ich diesen Kram da esse, der da beim Bäcker da in der Auslage angeboten wird. Und dann mache ich das eben nicht und suche mir Plätze, wo es mir gefällt, Leute, mit denen ich gerne esse. Dinge, die ich gerne esse, die mir schmecken und ich esse auch nicht mehr zu Zeiten, die mir nicht gut tun. Plötzlich kann ich fast mein ganzes Leben verändern. Und das macht Spaß. Und das Vorteilhafte daran ist, dass das ja von der betreffenden Person als positiv bewertet wird. Es ist ja attraktiv. Sie hat dann plötzlich das Gefühl, dass sie wieder selbst das, sozusagen ihr eigenes Leben gestaltet. Und sowas macht der Mensch gern, wenn es zu einem positiven Ergebnis führt. Aber wenn er muss, weil er gesagt kriegt, dass er sonst dick davon wird oder krank, wenn er das Falsche isst oder wenn er nicht mit dem Fahrrad fährt, sondern mit dem Auto, dass er dann die Umwelt schädigt, das ist alles die falsche Strategie. So jemand, der dann nur Fahrrad fährt, weil er ein ordentlicher Mensch sein will, der sich politisch und moralisch oder was weiß ich wie korrekt verhält, der freut sich insgeheim, wenn es regnet, dass er endlich jetzt heute nicht mit dem Fahrrad fahren muss. Und währenddessen der, der aus innerer Überzeugung Fahrrad fährt, weil er es will, dem ist das egal, ob es regnet oder nicht, der wird nicht mit dem Auto fahren. Und das siehst du, das Verhalten sieht gleich aus und ist von völlig unterschiedlichen Motiven getragen. Und das muss man auch lernen, dass man das unterscheidet und dass man das erkennt. Das kann man aber nur erkennen, indem man sich das genau anschaut und dann auch mit den Leuten redet. Nicht vorwurfsvoll, sondern fragend herauszufinden versucht, was die überhaupt dazu bewegt, etwas so zu machen, wie sie es machen. Im Positiven wie im Negativen. Ja, ich denke, die richtigen Fragen zu stellen, kann viel weiterhelfen. Entweder, dass man das Glück hat, jemanden trifft, der einem selbst die Fragen stellt, oder man selbst jemandem das Geschenk macht, die Fragen stellt. Oder schon die Fähigkeit hat, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen, die einem weiterhelfen. Ja, das hängt damit zusammen, dass du als jemand, der eine Frage beantwortet, immer Subjekt bist. Dann bist du bist der Einzige, der das jetzt beantworten kann. Und das kommt aus dir und das ist authentisch und das bist du. Währenddessen, wenn du belehrt wirst von anderen und die sagen dir, was jetzt richtig und falsch ist, dann bist du ja eigentlich das Objekt von deren Belehrung. Und das tut keinem gut, damit fühlt sich auch eigentlich keiner wohl, es sei denn, er hat sich schon so sehr daran gewöhnt, dass er das normal findet. Aber eigentlich ist dieser Fragemodus der Modus, in dem man sich in seiner eigenen Subjekthaftigkeit erlebt. Und es gibt auch Kulturen, ich glaube die jüdische Kultur, weil da wissen das viele aus dem Bildungsbürgertum und die versuchen ihren Kindern möglichst keine Frage zu beantworten, sondern wenn sie eine Frage beantworten, die immer so zu beantworten, dass die nächste Frage kommt. Das heißt, sie versuchen das Kind immer in diesem Fragemodus zu halten, indem es sich selbst fragend das Wissen erschließt. Eine hohe Kunst, das würde ich so als pädagogische Spitzenleistung bezeichnen.
Und dann sieht man, dass das weit weg ist von dem, was wir machen, selbst wenn wir uns als gute Eltern, wenn wir uns einreden, gute Eltern zu sein, sind wir doch immer sehr geneigt, dem Kind alles zu erklären. Und da würde das in dem Kontext heißen, in dem Augenblick, wo der kleine Junge erklärt wird, erklärt bekommt, wie das mit den Maikäfern ist und dass die so einen Vierjahreszyklus haben und dass es einen Engerling gibt und dass die nur diesen einen Sommer rauskommen und sich verpaaren und wieder Eier legen. Wenn das alles jetzt dem Jungen erklärt wird, hindert man ihn daran, es selbst rauszufinden. Eigentlich gemein. So. Und da muss man dann dreimal schlucken, weil ne, wer von uns Eltern versucht das nicht, denen alles zu erklären? Aber das ist so wie Steine aus dem Weg kommen. Ja, aber das ist auch. Find es raus. Ja, da gibt es tolle Bücher, da gibt es Videos oder sonst was, was du dir angucken kannst. Versuche es selber rauszukriegen, was das mit den Maikäfern auf sich hat und warum die immer nur alle 4 Jahre auftauchen. So, das ist. Dann sucht das Kind. Es hat eine Frage, ja, aber es kriegt darauf keine richtige Antwort. Sondern nur ein Hinweis, wo die Frage beantwortet werden könnte und wie es die Frage selbst beantworten kann. Das ist aber auch für Erwachsene allein schon eine Kunst, mit einer Frage zu gehen und nicht sofort eine Antwort zu haben. Das will ja auch erstmal gelernt sein und ausgehalten zu sein für eine Frage, die man hat, nicht sofort die Antwort präsentiert zu bekommen, sondern vielleicht eine Weile mit einer Frage zu gehen und die Antwort zu erforschen, zu entdecken und zu merken, dass sich neue Fragen auftun. Ja, aber dann bist du der Gestalter dieses Erkenntnisprozesses, fragend. Wenn du alles erzählt kriegst und alles in Büchern nachlesen kannst oder in Lehrvideos, dann gibt es keine Fragen mehr. Dann ist nur noch eine Frage, wie rasch du diese verschiedenen Ratschläge findest und dir durchliest. Und dann ist es ja auch keine richtige Erkenntnis, zu der du gelangt bist, weil du hast es ja nur abgelesen. Also es ist eigentlich nur Wissen, was du dir irgendwoher besorgt hast. Und da ist das Phänomen, dass man sowas auch schnell wieder aus dem Hirn verliert. Also ein Junge, der erzählt bekommt, wie das mit den Maikäfern ist, wird das schnell wieder vergessen. Aber einer, der selbst 3 Tage rumgesucht hat, bis er endlich alles so weit zusammen hatte, dass er dem Papa erklären konnte, wie das, warum die Maikäfer immer nur alle 4 Jahre kommen, der vergisst das sein ganzes Leben noch nicht wieder. Das sitzt dann. Das Kind ist der Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses. Und kein Fass, was man abfüllen muss. Ja, und Erwachsene genauso. Von daher habe ich das Gefühl, ist das fast ein guter Schluss, zu sagen, ihr lieben Menschen, begebt euch auch selbst auf die Suche mit der Frage, wie kommt ihr wieder in eure Kraft? Nehmt nicht einfach nur fertige Sachen an, nimmt es als Impulse auf, aber macht euch auch selber auf den Weg, diese Frage für euch persönlich zu ergründen. Was bedeutet es für einen? Wie fühlt es sich für einen selbst an? Ja, und das ist eben, deshalb habe ich auch immer wieder den Verweis auf die Kinder gebracht. Da liegt alles noch so offen zutage. Also da sieht man es so schön. Bei den Erwachsenen ist es dann schon sehr verwickelt. Und wenn man sich das mal so anschaut, dann sieht man ja, dass die Kinder ganz am Anfang, bevor wir sie erzogen haben und sie zu Objekten unserer Vorstellung gemacht haben, da haben die ja noch ihre ganze Entdeckerfreude und Gestaltungslust. Da erkunden die spielerisch die ganze Welt und sind die Konstrukteure ihres eigenen Lernprozesses. Und deshalb sind die auch so lebendig, so offen und so vorurteilsfrei. Und deshalb ist es das größte Glück, was man als Erwachsener eigentlich haben kann, um auch in die eigene Stärke zu kommen, wenn man Kinder begleiten kann, die einem nochmal daran erinnern und einem helfen, in seine eigene Kraft zu kommen. Also mit anderen Worten, seine verloren gegangene Lebendigkeit, seine verloren gegangene Entdeckerfreude und Gestaltungslust, seine verloren gegangene Sinnlichkeit und Körperlichkeit anhand dieses Kindes, das man einfach nur beobachtet und dass das alles noch hat, wiederzufinden. Wahnsinn. Kinder als Entwicklungshelfer für Erwachsene, das finde ich eine gute Idee. Das ist super. Lieber Gerald, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch. Ja, hat mir auch Spaß gemacht und finde ich schön, dass wir da miteinander ein bisschen was austauschen konnten. Und wenn es noch einigen anderen gefällt, die das dann vielleicht sehen und hören, umso besser.
Ich glaube, wir müssen versuchen, miteinander über diese wichtigen Themen ins Gespräch zu kommen, damit sich das ausbreitet und es auch bei immer mehr Menschen ankommt. Also, alles Gute, vielen Dank. Schönen Tag noch. Dir auch alles Gute. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.